Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid. Wir sind heute bei der größten Heilquelle aller Zeiten angelangt. Hinter mir seht ihr das Meer, den Atlantischen Ozean, hier an der Küste von Kamerun. Und dass es Meer heilt, das weiß eigentlich jeder, der schon mal einen Strandurlaub gemacht hat. Nur wie genau, was da passiert und warum, dem gehen wir heute ein bisschen genauer auf den Grund. Es ist schon so, dass die heilende Kraft des Meeres seit Jahrtausenden bekannt ist. Schon vor 3000 Jahren praktizierten die Griechen und die alten Römer Rituale, wo sie sich dem Meer ausgesetzt haben und von der positiven Wirkung der ganzen Umstände hier profitiert haben. Hippokrates, der Begründer der modernen Medizin, hat sogar die Thalassos-Therapie entwickelt. Die Thalassos-Therapie begründet auf dem Wort Thalassa, das bedeutet auf Griechisch Meer, und bedeutet Meerestherapie. Das heißt, die besteht aus mehreren Komponenten. Man kommt hier ans Meer, da hat man schon mal das perfekte Klima. Dadurch, dass die Wellen hier aufschlagen, entstehen sogenannte Aerosole. Aerosole sind mikrofeine Wasserpartikel, die wir mit jedem Atemzug aufnehmen. Das heißt, an so einer Brandung oder an so einer wunderbaren, wenn so ein wunderbarer Wellengang herrscht, ist die Luft voller negativer Ionen, voller Aerosole, die natürlich dabei helfen, Atemwegserkrankungen zu lösen, aber auch viel, viel tiefgreifender auf die Psyche und die Gesundheit einwirken, als wir uns bisher vorstellen können. Darüber hinaus kommt natürlich die Sonne. Die Sonne nicht nur mit Vitamin D, auch mit den Serotonin und den ganzen Glückshormonen und den Informationen, die daherkommen, natürlich ein Element, das man auf gar keinen Fall außen vor lassen sollte. Also Sonnenbaden, Wasserbaden und Luftbaden. Denn, wie gesagt, nicht nur Sonne, Wasser, auch die Luft helfen dabei, unsere Haut zu regenerieren. Dann kommt ein Aspekt dazu, den viele heute wirklich genießen, ist sich mit diesem Sand hier einzupielen. Ja, wenn ihr euch am Meer befindet, empfehle ich euch nicht auf dem Handtuch legen. Legt euch mit ausgestreckten Armen nach hinten in den Sand rein, nehmt direkt den Kontakt mit der Erde auf und reibt euch mit diesem Sand ein, der extrem reich an Mineralien ist. Denn woher kommt denn das ganze Leben? Woher kommen denn die ganzen Mineralien? Ja, das Leben ist hier entstanden. Wir sind hier entstanden. Und deswegen gleicht auch, ja, tatsächlich, das Meerwasser gleicht extrem dem Blutplasma. Es ist sogar so, und das sind wir im nächsten Teil der Thalassotherapie, man kann Meerwasser trinken. Ganz im Gegenteil, Meerwasser ist sogar heilsam, wenn man es trinkt. Bis zu 200 Milliliter morgens wird empfohlen in der Thalassotherapie. Ich habe es gemacht, ich werde es euch auch gleich wieder vormachen, damit ihr keine Angst davor habt. Es hat einen Prozentsatz von 3,0 bis 3,5% Salz, dieses Wasser hier im Atlantik. Also es ist nicht übermäßig gefährlich, wie es uns immer eingeredet wird. Im Gegenteil, wir nehmen wieder Kontakt zur Ursuppe auf. Und als ich die letzten Tage getrunken habe, hatte ich auch irgendwie so, haben sich ganz gewisse Sachen nochmal gelöst. Ja, natürlich spielen da auch alle anderen Faktoren mit rein, wie gesagt, die diese Thalassotherapie bilden, diese Meerestherapie. Aber das Trinken von Meerwasser spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und ich werde jetzt aus der Kokosnuss, die ich gerade leer getrunken habe, gerade verwenden, um hier von dieser heiligen Quelle zu kosten. Also, wie gesagt, nicht mehr als 200 Milliliter. Ja, schmeckt vollkommen nicht okay. Wie eine Sole halt. Salzig und mineralstoffreich. Ich nehme noch einen Schluck. Und zwar hat dieses Wasser mindestens 54 Mineralien. Es bildet also fast alle Mineralien nach, die wir zum Leben brauchen, und hilft dabei, den Körper, sag ich mal, zu basisch zu machen. Denn was ist das Erste, was passiert, wenn wir krank sind, wenn wir im Krankenwagen ankommen, Herz-Kreislauf-Probleme oder und. Wir werden an eine Kochsalzlösung angeschlossen, hochgradig basisch. Die Mineralien helfen dem Körper, das Säure-Basen-Gleichgewicht auszugleichen. Dadurch werden Entzündungen abgemildert, dadurch werden Entzündungshürde runtergefahren, ja, und der Körper wird wieder remineralisiert. Natürlich auch sehr, sehr gut für die Haare. Diese Therapie, diese Thalassotherapie, ist gut für Haut, Haare, Knochen. Ja, Knochen. Was sind denn die Knochen? Magnesium, Kalzium,
Kalzium, die ganzen Mineralien, die hier drin sind. Und was ganz interessant ist, wenn ihr euch mit dem Sand einreibt, lasst es auf euren, ich zum Beispiel habe es besonders auf meine Brust, wo ich Arthritis und Rheuma hatte, drauf geschmiert und es einwirken lassen. Ja, auch im Meer baden gehen, natürlich auch Teil der Thalassotherapie, auch mal länger Zeit. Hier ist das Meer wunderbar warm, das heißt, ich war letztens eine Stunde hier einfach drin, habe mich da eingelegt. Das ist basisches Baden. Das, was ich zu Hause mit Dr. Janchuras Badesalz mache, was ihr übrigens bei mir auf der Homepage findet, macht es mal, wenn ihr noch nicht in den Genuss gekommen seid. Füllt euch die Badewanne mit diesem Salz auf, legt euch da rein. Der Körper fängt an, irgendwann zu entgiften. Ja? Und die Mineralien ziehen die Schlacke aus dem Körper, die Giftstoffe binden sie und remineralisieren gleichzeitig. Das ist eine wunderbare Therapie, um ganzheitlich für Gesundheit zu sorgen. Und hier habt ihr alles auf einmal. Deswegen, ihr glaubt es kaum, bin ich jetzt gerade mit meiner Mutter im Überlegen, sogar vielleicht noch hier am Meeresrand ein Grundstück zu holen, weil ich durch die Recherchen für dieses Video jetzt auch wieder so viel über das Meer gelernt habe, dass ich gesagt habe, ey, diesen Vorteil, jedes Jahr mindestens mal einen Monat am Meer zu sein und für euch auch, den will ich nicht missen lassen. Deswegen vielleicht entsteht hier bald auch ein kleines Rohkostzentrum, wo man diese Früchte, diesen Genuss, dieses Meer und diese natürliche Heilquelle genießen kann. Ich hoffe, das Video konnte euch ein bisschen motivieren, nächstes Mal das Meer noch bewusster wahrzunehmen, mehr Wasser zu trinken, keine Angst davor zu haben und euch mit eurer Uressenz, mit der Urinformation wieder zu verbinden. Denn was ist denn das Wasser? Es enthält die Urinformation der gesamten Schöpfung. Leute, vielen Dank. Noch eine kleine Anekdote zum Schluss, zum Thema Meerwasser trinken. Die geheime Kraft des Wassers, den Film müsst ihr sehen. Water, die geheime Kraft des Wassers. Gibt's auf YouTube, kann ich euch unter dem Video auch verlinken. Das ist ein Film, der die magische Qualität des Wassers zeigt. Wasser ist ein Informationsmedium. Es kann Informationen speichern. Das heißt, wenn wir auf diese Kokosnuss draufschreiben, Liebe, dann verändert sich die Struktur zu einer harmonischeren. Wenn wir Hass draufschreiben, destruktiviert sich die Struktur. Und so ist der menschliche Körper natürlich auch. Wir bestehen zu 70% aus Wasser. Worauf ich hinaus wollte, es gab eine Legende, bei der besagt wurde, dass Seeleute, die einfach auf dem Meer getrieben sind und sich nicht mehr retten konnten, angefangen haben, weil einer von ihnen eine Eingebung hatten, Meerwasser zu trinken. Und anstatt zu sterben, haben sie tatsächlich überlebt und haben sich besser Gesundheit erfreut, als sie dann wieder aufgenommen wurde. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Bewusstsein und unser Geist Einfluss auf das Wasser hat, ist es tatsächlich gut vorstellbar. Ja? Deswegen auch nochmal dieser Aspekt sei hervorgehoben, wenn es zum Thema Wasser geht. Wir strukturieren die Materie, wir manifestieren unsere Wirklichkeit und Wasser ist das Medium, das uns das neuesten Studien von Masaru Emoto auch wunderbar offenbart. Bis zur nächsten Sendung. Es wird Zeit, dich zu befreien von deinem Leid.